Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Druidin Lumia. Und ja, wir sind zu sehr später Stunde für euch am Stissel. Wir haben jetzt hier genau 0:23 Uhr. Und ich habe mir gedacht, ich setze mich hin und nehme noch eine Folge für euch auf. Nehmen wir noch schnell hier den Gesu und Kekse haben wir auch schon bekommen vom lieben Mage hier. Und ja, ansonsten sind wir jetzt in der Silberbruchmine und ich hoffe, dass es jetzt hier was gibt zu später Stunde und die Allianz irgendwie so einen Motivationsschub oder irgendwie sowas hat. Gear ist nach wie vor 3,89 auf PvP, ist ganz okay. Wir haben jetzt hier noch kein großartiges oder wir haben noch kein einziges Eroberungsteil oder so, aber dafür habe ich bis jetzt auch einfach zu wenig nebenher gespielt. Aktuell ist wieder ein bisschen mehr los bei mir im privaten Leben und ein bisschen stressig. Ich versuche nichtsdestotrotz, ja, je täglich, ne, eben ein Video zu bringen, so wie es eigentlich auch sein sollte oder wie es auch gewohnt seid, größtenteils. Und ja, was uns jetzt halt noch fehlt, sind halt klar hier Hände, sage ich schon. Ne, Hände und Gürtel haben wir mittlerweile. Die Ringe fehlen uns. Man sieht auch hier, dass das Teil auf 359 aufgewertet ist im PvP. Hier aber allerdings das 309er Teil schon nicht mehr, weil es wahrscheinlich zu niedrig ist. Schultern fehlen uns, Hals fehlt uns und ansonsten war es das, glaube ich. Also wenn wir jetzt die Ringe noch haben, die Schultern und den Hals, dann sind wir fertig. Zumindest erstmal mit dem Ehre-Gear. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und ja, wie gesagt, sprich, es dauert nicht mehr ganz so lange. Ich spiele halt, wie gesagt, aktuell ja, gerade nicht so viel, weil ich einfach ja nicht dazu komme, nicht so viel Zeit finde. Und dementsprechend, ja, muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich das irgendwie aufteile. So, was jetzt hier passiert, ist auf jeden Fall was sehr Schlechtes. Und zwar verteilt sich jeder irgendwie auf die Lore hinten, obwohl da eh niemand mitgelaufen ist von den Hortlern. Sprich, es macht an der Stelle auch theoretisch überhaupt gar keinen Sinn. Hier sehen wir jetzt, dass, ja, die Horde den hier komplett wegballert, unseren Mate. Dementsprechend machen wir jetzt mal einen kurzen Stepper rüber. Der ist jetzt hier in Stealth gegangen, so. Das macht aber nichts. Wir gehen jetzt hier weiter und versuchen jetzt halt mal hier in der Mitte zu zergen oder so. Ich weiß es nicht. Oder zumindest mal den Widerstand zu zerschlagen. So. Ah, das da versuchen jetzt da mal zumindest drauf zu gehen. Packen uns halt hier natürlich den Heal. Man merkt aber auch jetzt hier schon tatsächlich an der Stelle, dass es nicht leicht wird für uns und wir vermutlich hier nicht weiterkommen werden, weil der Zerg ein bisschen unnötig aussieht an der Stelle. So, wir versuchen ja natürlich trotzdem zuzudotten und irgendwie den Damage, ja, den Damage rauszuknallen. Aber man sieht hier, dass es herzlich wenig bringt, wenn wir vor allem noch nicht mal irgendwie hier einen Grund haben, hier zu zergen. Aber eigentlich ist es komplett dumm. So. Das hat uns hier noch. Ja, okay, jetzt haben wir keine Chance mehr. Die Horde führt auch schon mit 500 zu, hast du nicht gesehen. Also es wird vermutlich ein sehr, sehr schnelles Ding werden. Aber ja, wie gesagt, auch das ist leider die pure Realität. Wir sind mega, mega, mega unterlegen. Hier sind auch schon Leute, die jetzt nicht mehr spielen. Ja, so blöd das auch klingt, aber AFK, Nichtbeteiligung. Einfach mal melden, weil so komplett rumstehen. Hat auch keiner was von. Okay, jetzt ist er doch wieder da. Ist natürlich dann hier der legendäre Vorführeffekt. Und hier sieht man, wie wir richtig, richtig, richtig reingeschissen haben. Versuchen jetzt hier noch irgendwie eine Lore zu bekommen, aber die Hälfte unserer Mitspieler steht quasi schon hinten drin und macht gar nichts. Die Horde macht das hier auch ziemlich gut und verteidigt hier auch an der Stelle. So. Aber wir können jetzt irgendwie versuchen, hier irgendwie reinzulaufen. Aber das hilft halt auch überhaupt nicht. Also, wir kriegen hier halt trotzdem
nur aufs Maul. Das ist natürlich bitter, ne? Und da soll mal einer sagen, die Allianz oder die Horde, beziehungsweise die Horde gewinnt nicht. Hier nämlich überhaupt nicht der Fall. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier überhaupt die ganze Zeit in Dingens fighte. So. Können wir hier ein bisschen drauf. Aber ändert halt auch einfach gar nichts mehr an der Tatsache. Oh jo, jetzt werden wir hier. Werden wir hier komplett zerballert. Na gut, hat auch gar nichts mehr gebracht. Also die Horde spielt das hier souverän runter. Wir sehen auch hier an der Stelle, dass die Horde hier gerade auch in der Mitte immer die Oberhand behält und dass die direkt halt mit den Loren quasi hier weiterlaufen können und wir da quasi nur komplett auf die Schnauze kriegen. Uns hier komplett abstinken gegen die Horde. So, jetzt läuft mir gerade irgendwie ein bisschen die Nase. Ah, okay, wir sehen schon, wir werden hier komplett abgecampt von den Hortlern. Sprich, die sind hier schon wieder am Stissel und wollen uns auf jeden Fall hier. Wollen uns auf jeden Fall hier an den Kragen. Okay, die Lore bekommen wir. Das bringt halt aber auch alles fast gar nichts mehr. So. Versuchen trotzdem mal irgendwie dahin zu gehen. Vielleicht haben wir ja die Chance, dem noch hier die Lore abzunehmen. Das wäre natürlich auch übelst fancy. Der Schoffe, der Schurke macht jetzt den Opener auf den. Das wäre natürlich auch gut. Genau, macht er auch. Das ist sehr, 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 sehr gut. So, und damit müssten wir die Lore eigentlich jetzt noch bekommen. Und sie quasi vor Switch noch auf die Allianz ändern. Das hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert, aber bleiben natürlich trotzdem chancenlos. Also auch wenn wir jetzt hier eine Lore mal kurz irgendwie noch geholt haben, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Horde jetzt wieder die zwei Loren hat und die jetzt mit dem nächsten Einfuhr quasi einfach da souverän reinbringen wird. Man sieht auch einfach hier, wie die einfach die Oberhand haben. Wie die einfach die Oberhand haben. Das ist halt auch ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, warum ist er jetzt immun? So, auch den Jäger können wir hier nochmal ein bisschen anhitten. So, aber auch das hilft jetzt nicht mehr so wirklich. Ja, nee, gut. Okay, hier haben wir noch einen Heiler, der jetzt hier auch noch mit von der Partie ist. Und da hat die Horde auch schon gewonnen. Das war jetzt echt wirklich keine Glanzleistung von uns. Aber tatsächlich, gut, Damage war jetzt von meiner Seite aus okay, würde ich sagen. Dann war ich jetzt der drittbeste von der Allianz, aber das ist drauf geschissen. Das bringt uns alles nichts. Wir haben 1500 zu 383 verloren. Also hier an der Stelle wirklich komplett reingekackt. Es war einfach kein gutes Zusammenspiel von uns, würde ich sagen. Also wir haben in der Mitte tatsächlich gar keine Kontrolle gehabt. Die neuen Loren, die kamen, wurden direkt von der Horde geholt. Die wurden auch gut wieder in den Eroberungspunkt mit eingeführt. Also dass wir halt gar keine Chance hatten. Ne? Also stand zu keiner Zeit zur Debatte, dass wir irgendwie konkurrenzfähig sind für die Horde. Das Einzige, was wir gut gemacht haben, war dann tatsächlich hier an der Stelle mit den beiden Rogues, wo wir dann die Lore noch getappt haben in letzter Sekunde und noch reingebracht haben. Ja, mehr solche Aktionen hätten natürlich gut geholfen, aber dafür war die Horde zu organisiert und zu gut aufgestellt. Sodass man tatsächlich sagen muss, da hatten wir einfach dann keine Chance und letztendlich hat die Horde hier auf jeden Fall verdient verloren. Verdient gewonnen. Verdient verloren, ja moin. Nee, aber an der Stelle hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn es so war. Und ja, ihr wisst, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein, euer Zaranos. Ciao, ciao.